RPG Day Tag 29. Ja, heute die Frage: Share friendship you have because of RPGs. Beschreibe eine oder teile eine Freundschaft, die du aufgrund von Rollenspielen hast. Ja, wer da noch Freundschaften sucht, ich kann zunächst mal den Nerdpool ganz herzlich empfehlen. Link in der Beschreibung. Da findet ihr, wenn ihr Mitspieler sucht und euch nicht und ja, online spielen wollt oder einfach nur eine Seite sucht, die großes Archiv mit Streams anbietet und wo man auch täglich über die aktuellen Streams, zumindest die eingetragen werden, informiert werden kann, dann meldet euch doch da an. Ich kann da auch sehr den Discord ans Herz legen. Sehr, sehr viele nette Menschen, die da unterwegs sind. Ja, aber jetzt zu den eigentlichen Freundschaften, die ich so geschlossen habe in den letzten paar Jahren. Wie gesagt, der Nerdpool war da für mich maßgebend. Da habe ich jetzt viele nette Leute kennengelernt und ich glaube, der erste Glücksgriff, mit dem ich da zusammengespielt habe, war The Color Guts oder Dennis. Mit dem spiele ich auch heute noch immer noch zusammen. Das ist wirklich eine herzensgute Person. Macht sehr viel Spaß, mit dem zusammen zu spielen. Danach kam, glaube ich, relativ zügig danach Lars the Grey, den ich auch unheimlich gerne immer noch spiele. Im Zuge dessen dann auch Hotney und wenig später dann irgendwann Yamera. Ja, das sind so wirklich gute Freundschaften, die ich jetzt beim Pol geschlossen habe und mit denen ich jetzt auch immer noch oft und gerne zusammenspiele, so oft das eben geht. Ja, und abseits des Pols kann ich noch sagen, dass Hannes und Lukas sind wirklich Leute, mit denen ich gerne zusammenspiele. Insbesondere Hannes, mit dem verstehe ich mich da sehr gut. Ja. Falls ich jetzt irgendwen ausgelassen habe, ich habe jetzt nur die Freundschaften genannt, die wirklich schon eine ganze Weile bestehen. Dementsprechend nicht böse sein, wenn ihr jetzt hier in dieser Liste nicht auftaucht. Das war Tag 29 für den Podcast.